Heute Morgen um 7:30 rückte die Polizei an. Räumung des Widerstandscamps im Kelsterbacher Wald. Aufnahmen unerwünscht. Was 100 Meter weiter genau passiert, schildert eine Bewohnerin des Camps so. Wir sind auf uns zugerannt und sind direkt an die Kletterseile, sind so ein Stück hochgeklettert, wir haben so eine Leiter da stehen und haben die abgeschnitten, so 5 Meter über dem Boden. Das heißt, wenn die sich abgeseilt hätten, dann wären die einfach runtergefallen ins Leere. Und wir haben denen das auch gesagt, die haben uns weggeschubst. Die Polizei hält dagegen. So dramatisch sei es nicht gewesen. Wir sind ganz ruhig in das Camp hereingegangen, haben teilweise Leute sogar geweckt. Und jetzt im Moment sind wir im Zwiegespräch, das läuft alles ganz ruhig ab, es gab in keinster Weise irgendwelche Zwischenfälle. 37 Ausbaugegner sollen das Gelände verlassen, das inzwischen zur Fraport AG gehört. Nach 1,5 Stunden dürfen die Journalisten dann doch in die Nähe des Camps. Die meisten Campbewohner sind schon weg, von der Polizei in Gewahrsam genommen oder des Platzes verwiesen. In den Bäumen harren die Letzten noch aus. 9 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood verschanzen sich in Baumhäusern. 6 Meter über dem Boden. Trotz Hubsteigern, jetzt wird's schwierig für die Polizei. Hält die Statik, mit wie viel Beamten kann die Polizei die Baumhäuser betreten? Dort oben ist es allerdings so, dass die Menschen, die dort oben sind, teilweise angekettet sind. Also es wird Schwierigkeiten geben, sie schnell frei zu bekommen. Dieser Standort im Wald gehört eigentlich nicht zu den 220 Hektar, die für den direkten Bau der Landebahn gerodet werden müssen. Die Fraport dringt trotzdem darauf, dass an den Rändern alles frei bleibt. Wir müssen trotzdem weg, weil wir aufs Gelände unbedingt müssen. Wir müssen Kampfmittel sondieren, wir müssen terrestrische Messungsarbeiten vorlaufend machen. Auch einige ökologische vorlaufende Maßnahmen müssen durchgeführt werden. Vor Ort kritisieren Landtagsabgeordnete der Grünen und der Linken die Räumungsaktion. In Zeiten der Krise handle Fraport unverantwortlich. Es wird hoffentlich ein Umdenken über nachhaltige Politik stattfinden, denn diese Verkehrspolitik, die immer weiter zu neuen Flughäfen, zu neuen Großprojekten führt, die fährt gegen die Wand. Die Räumung verlief heute insgesamt friedlich, doch die Ausbaugegner geben noch nicht auf. Knapp 100 Meter weiter haben sie eine neue Fläche besetzt.